Hallo und herzlich willkommen zurück zu Armored Warfare. Das ist natürlich super, dass er jetzt gerade hier reinquatscht. Ich habe nichts gemacht. Wir sind wieder mit dem Dokrati unterwegs. Hallihallöchen. Hallöchen. Da kommt übrigens das coole Flugzeug, von dem ich im letzten Video gesprochen habe. Genau. Bäm. Voll geil. Nur heute sitzen wir mal, also Doc sitzt noch im Challenger 2, den seht ihr halt wieder auf seinem Kanal. Und Challenger. wir fahren mal mit dem M1 Abrams hinterher. M1A2. M1A2, genau, das ist wichtig. Halt die Ami-Karre. Sehr gut. Modul ausgenockt. Sehr schön. Das war wichtig. Ich schieß gerade Heat, wollte ich mal probieren. Allerdings ist es natürlich blöd, wenn da gerade so ein Abrams hier ins Entgegenkommt. Ja, vor allem, weil ich halt Ich frontal versuche mal zu gegen den flankieren. nichts machen kann. Netterweise zeigt er immer noch seine, weil wir sind hier auf Hard und trotzdem zeigen die regelmäßig ihre Seite. Ja, gibt aber bald noch Insane. Kommt noch. So, der Abrams ist irgendwie so ein Mischmasch zwischen Challenger und Leo. Also hat nicht wirklich Vorteile in irgendetwas. Aber ja, ist auch Ist nicht halt auch wirklich ein schlecht. nicht, genau, ist halt so ein Hanfdampf in allen Gassen, so typischer Amerikaner halt. Genau. Reload ist ein bisschen höher als vom Leo. Also insgesamt, der Leo hat eine höhere DPM. Allerdings haben wir hier eine leicht bessere Panzerung. Auch wenn es nicht so aussieht, aber der Modifikator ist halt höher. Und ganz wichtig, der Leo hat eine Raketenabwehrmaßnahme, die haben wir hier nicht. Eine automatisch hat der Leo. Und zwar vier Raketen alle 25 Sekunden können wir eine von diesen abwehren. Automatisch, brauchen wir nichts drücken. Großartig. Das hat der hier nicht. Das merkt man. Ich habe noch nie Raketen. Aber nochmal zum Thema Panzerung, falls Leute das interessiert. Ich habe da extra mal in einem Tutorial-Video das genau erklärt, wie diese Panzermodifikatoren funktionieren. Also wenn euch das interessiert, schaut euch das auf jeden Fall an. Denn das ist tatsächlich um Welten komplexer, als WOT das behandelt. Oh ja. Ich suche gerade hier irgendwie, wo ich hier durchkomme bei dem. Ist es gar nicht so einfach. Ich habe netterweise die Seite erwischt. Jetzt kann ich mich hoffentlich so stellen, dass ich weiter auf seine Seite schießen kann, wenn er bei mir nichts kann. Mache ich auch. Gib Es ist ihm. gar nicht so einfach, auf dem Neuner irgendwie frontal bei irgendjemandem durchzukommen. Es ist einfach schlichtweg nicht möglich, frontal bei jemandem durchzukommen, außer er zeigt dir unter der Bodenwanne durch. Da kannst du es versuchen. Aber selbst bei einem Challenger oder so oder bei einem Abrams ist es unglaublich schwierig. Bei einem Challenger erst recht. Aber gerade, also der Punkt ist halt, die untere Wanne, wie man sie aus WoT kennt, gibt es hier nicht als Schwachstelle in dem Sinne. Die ist einfach Nee. nicht so weich, wie man sich das erhofft. Außer Und. beim Leo, da ist sie ein bisschen weicher als beim Rest. Aber man muss halt bedenken, zum Beispiel der Challenger hier hat halt auch untere Bodenwanne Reaktivpanzerung. Das ist halt wirklich mitgepanzert. Da kommt man nicht mal ebenso durch. Ja. Aber man muss sagen, die Neuner machen unheimlich viel Spaß. Oh yeah. Nachdem er so die ersten paar Runden in denen gedreht hat, so ein bisschen Gefühl dafür hat. Und wie gesagt, ich mag die Tatsache, dass ich tanken kann. Das gefällt mir echt gut. Und das war ja so, das war ja der Hauptkritikpunkt an Armored Warfare vorab. Moderne Panzer, da ist Panzer ja nichts wert. Die haben ja alle so richtig gute Munition. Da ist das ja heutzutage total irrelevant. Und man merkt halt einfach, nö, das ist gut gebalanced, sodass man hier tatsächlich wirklich Panzerung was wert ist, wenn man es möchte. Jetzt habe ich natürlich auf wen geschossen, der gerade gestorben ist. Und ich halt als Tier 9er auch in so einem PvE Tier 8er Panzer halt einfach durch die Gegend drangsalieren kann. Was ich halt echt überraschend finde. Also, ich habe jetzt einiges eingesteckt und ich habe, was sind das, 450 HP verloren? Das ist okay. Was dazu sagen, ich zum Beispiel habe die neueste Panzerung noch gar nicht eingebaut. Ich habe jetzt zwar Uranpanzerung, aber mir fehlt die Reaktivpanzerung davon. Muss ich noch einbauen, habe ich vergessen. Aber auch, damit funktioniert der Abrams, der M1A2 auch sehr gut. Und da sind die Gegner einfach mal aufgeploppt um unsere Leute drumherum. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Für alle, die sich überfragen, wieso wir gerade kein PvP spielen, erstens, PvP dauert immer eine Weile, bis man dann ein ordentliches Video zusammen hat. Zweitens, gehen noch nicht allzu viele Gefechte auf. Klar, es gibt noch wenig Neuner. Das wird sich aber in nächster Zeit natürlich ändern. Und um fair zu sein, PvE macht ist halt was hier besonders ist und auch echt Spaß macht. Also ist jetzt was ich Oh wirklich ja. gerne mache. Ja, das hebt das Spiel wirklich massiv von seinen Das Konkurrenten ab. ist Ihr seht's. der Und C als Arete, der Ariete hat hier. mein Vorgänger, der halt gut was aushält. Oh ja, Wo ich halt auch ich einfach bin. frontal nicht reinkomme. Ne, ich bin gerade auf Heat gewesen. Keine Chance. Kommst du nirgendwo durch. Ja, also MBT auf Tier 8, Tier 9, selbst auf Tier 7, nö, geht nicht. Heat ist vergessbar. Aber Heck geht. Sehr gut. Natürlich, wenn er jetzt was Kleines ist wie so ein MBP, ne? Der kriegt halt jeden Schuss rein.
das macht Spaß. No Effekt. Leider habe ich halt keinen Heat, um an dem extra Schaden zu machen. Ich bin ja, ich lag gerade Heat für den BMP. Ups, das war die Kante. Ich habe nicht leicht verfahren. Ja, ich auch und ich stelle fest, ich habe keinen Richtwinkel nach oben. Und da war was im... Also das ist ja der Challenger massives Problem, dass er seine Gun nicht hochbekommt. Runter geht. Nach unten hat er, außer nach hinten hat er, aber vorne natürlich nö. Okay, jetzt brauche ich aber mal Hilfe, weil ich habe hier zwei riesige große Panzer vor mir. Ich schieße ja schon. Okay, die ging in die Ketten, das war doof jetzt von mir. Hat der da reaktiv? Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall Schaden gefressen. Aber der Leo 2 ist definitiv präziser als der Abrams. Das stimmt wohl. Ich glaube, was das angeht, gewinnt der Leo 2 auch gegen jeden. Der ist down, sehr schön. Schön. Ja, okay, das ist jetzt nur ein Russe, da braucht man nur drum rumfahren. Irgendwann ich habe den durch den Turm geschossen und vollen Schaden gemacht, nice. Es war mir so ein, ich hoffe, dass ich da oben da seinen Commander ein bisschen wehtue, damit ich wenigstens etwas Schaden mache. Das hat gut funktioniert. Oh, der ist echt sexy. Ah, die T9er sind allesamt richtig, richtig schick geworden. Mhm. Und den Crab muss ich mal ausprobieren. Ja, der Name alleine, ne? Ah. Meiner. Der Franzose ist Crab. Ich frage mich die ganze Zeit, wie man den Achter dieser Reihe ausspricht, den Arietti oder Ariete, das ist ein Italiener. Und meine Güte, ich habe keine Ahnung, wie man Italienisch ausspricht, aber es hat was mit A, R, T und E drin im Namen. So viel habe ich verstanden. Und wie wir gerade gemerkt haben, hält der halt auch leider ein bisschen was aus. Oh ja. Also frontal sind die alle sehr stark. Huch. Aber es hat auch angemessen, dass selbst ein Tier 8er halt frontal stark genug ist, dass ein Tier 9er nicht frontal durch ihn durchkommt. Das ist halt gut. Mhm. So balancing-technisch ist das gut getroffen. Upsala. Ich habe immer noch dieses Bedürfnis, meine untere Bodenwanne zu verstecken, aber ist das gar nicht notwendig? Nee, bei dir nicht. Gut, bei dem Abrams jetzt hier auch nicht. Bei dem Leo sollte man das eventuell tun. Ja, der Leo ist auch einer, den kriegt man, glaube ich, noch wirklich leicht von der Seite. Bei mir ist halt, ich habe hier vorne Seite überall Reaktivpanzer. Und klar, da habe ich jetzt ein bisschen was verloren, aber selbst die hält was aus. Mir tut es erst weh, wenn die meinen Arsch erwischen, so ziemlich, oder meine Box hinten drauf. Man sieht es ja vielleicht gerade bei dem lieben Doktor, die ganze Seite ist schon ein bisschen verschandelt. Ich sehe meine Seite gerade nur in schwarz vom Lichteffekt her. Genau. Aber gut, ja, stimmt, diese Seite die hat komplett gelitten, da ist die komplette Reaktivpanzerung weg. Auf der anderen Seite sind halt zwei Stück raus. Aber ich habe halt keine 1000 Schadenspunkte in dem Match, obwohl ich halt gut was abbekommen habe an Schüssen. So, das. Es ist aber wirklich so, die ganze britische Reihe da, auch der Challenger 1 zum Beispiel, ist richtig, richtig stark. Die tanken schon was weg, das ist übel. Finde ich aber gut. Auch im PvP. Nur gegen Raketen haben sie ernsthafte Schwierigkeiten. Ja, okay. Das ist dann ja auch angemessen, weil wenn sie nur Stärken hätten, wäre es ja auch doof. Aber es ist halt so ein, es ist halt tatsächlich dieses Heavy-Tank-Fahrgefühl, was man in World of Tanks nicht hat, weil die Leute mit Heat auf einen schießen können und dann durchkommen, was ich hier halt echt habe, wo ich das Gefühl habe von, das wummert schon, das hält was aus. Zumal man leicht an die rankommt, weil Tier 5 kriegt man einfach mal so nebenbei und dann geht es gleich weiter mit Tier 7, weil es gibt kein Tier 6er, also da hat man schon ordentlich Möglichkeiten. Wobei das mit dem Tier 5er schon einen Tacken dauert, also im Handumdrehen ist das auch nicht, da muss man schon für fahren. Hey, diesmal warst du Platz 2, ich der Letzte. Ja, lade schneller Spiel. Ich möchte meinen Erfolg sehen. Ich möchte mich in meinem Ruhm sonnen. Verdammt, draußen ist es schon dunkel. Jetzt müssen wir hier aber nochmal ganz kurz die andere Armor einbauen. Die habe ich nämlich völlig vergessen. Und schon haben wir hier an der Seite auch Reaktivpanzerung. Die hatte ich eben im Spiel vergessen. Ist aber, wie man sieht, nur rangefriemelt. Also, ja, so ein bisschen hier am Turm, ne? Ich habe zwei Medaillen bekommen. Teamwork und Zielerfassung. Die meisten Treffer deines Teams erhalten und überlebt. Mindestens 10 Treffer, mindestens 1000 Chancepunkte. Wie so tanky. Sehr schön. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Vielen lieben Dank, Doc. Immer gerne. Bis dann, Leute, und macht's gut. Tschüss. Tschüss.